Hi, heute beschäftigen wir uns mit der Ermittlung von Lagerkräften und zwar dann, wenn eine nicht konstante Streckenlast vorhanden ist. Die Vorgehensweise ist wie immer, wir stellen die Gleichbedingungen auf, Summe aller Momente und Summe aller Kräfte in Y-Richtung, X-Richtung, wenn gefordert. Und wie immer beginnt es damit, dass wir so ein System frei machen müssen. Was haben wir hier für Kräfte vorhanden? Welche resultierenden Kräfte gibt es? Und welche Reaktionskräfte gibt es? Wir haben einerseits natürlich eine resultierende Kraft aus dieser Streckenlast Q0, die hier an der Lagerstelle B beginnt und bis an den rechten Teil dieses Trägers läuft. Diese Streckenlast hier ist konstant und dementsprechend wird die resultierende Kraft hier genau mittig angreifen, also bei L halbe. Und diese Kraft F resultierend 1, nenne ich die jetzt mal, die ergibt sich dann aus Q0 mal L. Ja, und dann haben wir hier eine zweite resultierende Kraft, FR2. Ich zeichne die mal hier ein, FR2. Und die, klar, Fläche eines Dreiecks, so könnt ihr letztendlich auch die Streckenlast bestimmen. Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist dann gerade gleich Länge mal Höhe mal 0,5, also 1/2 Q0 mal L. Ja, und machen wir uns auch hier Gedanken, wo diese resultierende Kraft wirkt. Hier bei einer konstanten Streckenlast ist es gerade mittig, ja, entlang der Länge, wo diese Streckenlast wirkt. Beim Dreieck ist es so, schaut mal nach in eurer Formelsammlung, da ist der Stichpunkt Flächenschwerpunkt bei einem Dreieck und der Flächenschwerpunkt eines Dreiecks liegt immer Drittel einer Höhe des Dreiecks. Ja, also wenn hier von hier aus nach hier die Höhe bemessen wird eines Dreiecks, dann würde gerade hier bei einem Drittel der Höhe dieser Flächenschwerpunkt liegen und dementsprechend auch bei der Streckenlast die resultierende Kraft wirken. Oh, und wenn das hier, diese Strecke hier ein Drittel ist, dann ist entsprechend hier zur Lagerstelle B bemessen, das hier entsprechend dann 2/3 L. Ja, jetzt müssen wir noch die Reaktionskräfte an den Lagerstellen einzeichnen. Diese beiden Kräfte hier wirken nach unten, sprich die Lagerstelle B wird mit Sicherheit eine Reaktionskraft haben, die nach oben wirkt, also FB. Und hier an der Lagerstelle A ist es ja so, dass wir über die Gleichgewichtsbedingungen aller Momente ermitteln werden, dass diese Streckenlast hier ein größeres Moment erzeugt als diese Streckenlast in Bezugnahme auf die Lagerstelle B. Sprich, die Reaktionskraft in der Lagerstelle A wird aller Voraussicht nach unten wirken. Ich zeichne es jetzt aber trotzdem mal nach oben ein, einfach um aufzuzeigen, dass das nicht weiter wichtig ist, ob ihr, bevor ihr mit der Rechnung startet, ob ihr die Kraftrichtung korrekt angenommen habt. Ist nicht schädlich. Seht ihr nachher im Rechenergebnis, ob das korrekt war oder eben nicht. Beginnen wir mit der Momentengleichung. Wir schreiben also Summe aller Momente. Und jetzt müssen wir einen Punkt festlegen, um welchen Punkt denn diese Momente wirken sollen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Drehpunkt in die Lagerstelle A zu legen oder auch in die Lagerstelle B, ist euch überlassen. Ich wähle in der Regel immer jenen Lagerpunkt, bei dem die jeweiligen Längen, unter denen die Kräfte wirken, schon gegeben sind. Ist dann einfacher zum Rechnen. Also in diesem Fall haben wir die Längen ja schon auf die Lagerstelle B angegeben. Insofern wähle ich jetzt hier den Punkt B. Summe aller Momente um den Punkt B soll gleich 0 sein. So, beginnen wir mit jenen Momenten, die gegen den Uhrzeigersinn wirken. Definiere ich positiv. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ihr müsst dann nur, wenn ihr es einmal definiert habt, das auch einheitlich durchziehen. Ich schreibe das mal hier dazu. Also alle Momente, die gegen den Uhrzeigersinn wirken, sollen in dieser Aufgabenstellung hier oder bei dieser Aufgabe positiv definiert sein. Beginnen wir mit der
Kraft Fr2. Fr2 wirkt bezogen auf den Punkt B gegen den Uhrzeigersinn, also positiv. Wir können also schreiben 1/2 Q0 mal L. Und nun der Hebelarm wäre in diesem Fall ja gerade diese 2 Drittel L mal 2 Drittel L. So, dann haben wir die Reaktionskraft in der Lagerstelle A, die wirkt im Uhrzeigersinn, also negativ, also minus Fa mal L, das wäre ja der Hebelarm. Und dann haben wir noch die resultierende Kraft aus der Streckenlast hier, aus dieser konstanten Streckenlast Fr1, die wirkt auch, bezogen auf den Punkt B, auch im Uhrzeigersinn, also negativ, also minus Q0 mal L, das wäre die resultierende Kraft. Und der Hebelarm wäre gerade L halbe, also mal L halbe ist gleich 0. Muss 0 sein, sonst ist das Ganze nicht im Gleichgewicht. So, jetzt können wir diese Gleichung nach Fa umstellen. Fa möchten wir ja wissen. Wir bringen Fa also auf die andere Seite. Fa ist gleich, ist gleich 1/2 mal 2 Drittel, das wären dann gerade 2 Sechstel, 2 Sechstel Q0 mal L Quadrat minus 1/2 Q0 mal L Quadrat und das Ganze dann noch geteilt durch L. Das können wir noch ein bisschen vereinfachen. Fa, wir haben hier 1 Drittel minus 1/2. 1 Drittel minus 1/2, 2 Sechstel minus 1/2, das wären dann 3 Sechstel, also minus 1 Sechstel, minus 1 Sechstel Q0 mal L. Ja, und hier haben wir jetzt eben dieses negative Vorzeichen. Dieses negative Vorzeichen zeigt euch, dass diese Kraftrichtung, die wir angenommen haben, bevor wir mit der Rechnung begonnen haben, dass die falsch war. Wenn wir zu Beginn diese Kraft nach unten eingezeichnet hätten, also die Lastrichtung nach unten angenommen hätten, dann hätten wir hier ein positives Ergebnis herausbekommen und das hätte uns gezeigt, jawohl, die Lastrichtung war zu Beginn positiv angenommen. Wir haben sie falsch angenommen, bewusst falsch angenommen, haben jetzt hier das negative Ergebnis, ist aber nicht schädlich, zeigt uns nur, Achtung, die Kraft, die in der Lagerstelle A wirkt, die wirkt nicht nach oben, so wie hier dargestellt, sondern tatsächlich nach unten. Das ist alles. Also kein Problem, wenn ihr zu Beginn beim Freimachen die Kraftrichtungen falsch annehmt, ihr erhaltet einfach ein negatives Ergebnis, was euch aufzeigt, dass die Kraft tatsächlich in die andere Richtung wirkt. Das ist alles. Ja, nun wollen wir noch in der Lagerstelle B die Reaktionskraft ermitteln. Das machen wir über Summe aller Kräfte in Y-Richtung. Zeichne ich mal hier ein. X, Y und nach oben soll positiv sein. Also Summe aller Kräfte in Y-Richtung soll gleich 0 sein. Wir haben diese Kraft hier positiv angenommen. Jetzt ist es auch wichtig, dass wir sie weiterhin positiv annehmen in dieser Rechnung. Also sprich Fa plus Fb minus Fr2 und minus Fr1 muss gleich 0 sein. Fb möchten wir wissen, also aufgelöst nach Fb ergibt sich dann Fr1 plus Fr2 und minus Fa. Das eingesetzt, Fr1 ist Q0 mal L. Fr2 ist 1/2 Q0 mal L. Und Fa haben wir hier berechnet, ist minus. Jetzt haben wir hier minus minus, also können wir schreiben plus 1 Sechstel Q0 mal L. Also nochmal, das ging jetzt relativ schnell. Wir haben hier minus Fa stehen
Und für FA haben wir minus 1 Sechstel Q0 mal L. Wir haben also hier minus, minus und das wiederum gibt plus 1 Sechstel Q0 L. Ja, jetzt können wir das noch zusammenfassen. FB ist dann gerade 1 plus 1 halb plus 1 Sechstel. Können wir auch hier schreiben 6 Sechstel plus 3 Sechstel gibt 9 Sechstel plus 1 Sechstel gibt 10 Sechstel. 10 Sechstel ist nichts anderes als 5 Drittel. FB ist also 5 Drittel Q0 mal L. Ja, im nächsten Video geht es weiter. Da schauen wir uns an, wie die Biegemomentenverlauf bei dieser Aufgabe ist und welche Biegespannungen da entstehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir.